Unser Auto ist neu getüft. Eigentlich gar nicht schlecht. Alle 2 Jahre mal kontrollieren, geht's noch? Kann ich so noch weitermachen? Kann ich so weiterfahren? Eigentlich wäre es doch gut, wenn es so einen TÜV auch für einen selbst gäbe. Die eigene Gesundheit, okay, das gibt's. Aber Beziehungen, stimmt das noch? Bei uns in der Kirche, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Können wir so weitermachen, weiterfahren? In der Politik prüft alles, aber das Gute behaltet. Aber was ist das Gute? Das ist ja so schwer zu entscheiden. Und leider gibt es eben nicht die ganz einfache Lösung. Da geht es lang und das ist das Gute. Darum muss man auch ringen. Das Gute oder gut ist alles, was hilfreich, lebensfördernd ist. Und dafür muss man immer Kompromisse eingehen. Alle gute Kraft dazu, immer mal wieder den TÜV zu machen.